So, heute reden wir über unsere dritte Marktform. Nach der vollständigen Konkurrenz und der monopolistischen Konkurrenz gehen wir jetzt wieder einen Schritt in Richtung Monopol und haben das Oligopol. Für uns ein Duopol, aber in unserem Modell. Aber grundsätzlich heißt das, dass wenige sehr große Firmen den Markt dominieren. Das ist auch wieder eine sehr realistische Marktform, ja, wenige Firmen dominieren den Markt. Beim Oligopolmodell gibt es viele Modelle. Wir werden jetzt eins rausgreifen, das sogenannte Cournot-Oligopol. Aber wir sehen, wir machen gewisse Annahmen. Ja, man kann schon eine Annahme machen über die Größe, wie viele, ob das identische Produkte sind oder differenzierte Produkte, die Reihenfolge in der Preise oder Mengen bekannt gegeben werden. Wir können hier nur eins machen. Ja? Was allen Oligopolen gleich ist, ist die Tatsache, dass wir strategische Interaktion hatten. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Was heißt das? Dass ich meinen Preis nicht ganz alleine setzen kann. Ich muss die Reaktionen meiner Konkurrenten mit einbeziehen. Ja? Deshalb steht hier, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt. Also das geht quasi dann so bei Mengen, wenn ich so und so viel produziere, produziert mein Gegenüber so und so viel. Aber dann soll ich so und so viel produzieren und so weiter. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir da ein Gleichgewicht rauskriegen. Wird aber gar nicht so schwer sein. Ja? Dann werden wir sehen, was auch super interessant ist, als realistische Marktform, dass im Oligopol, in unserem einfachen, selbst in unserem einfachen Modell schon rauskommt, dass wir eigentlich erwarten müssen, dass Oligopolfirmen zusammenarbeiten, kooperieren, obwohl es nicht erlaubt ist, zum Beispiel in Deutschland. Ja, das ist schon mal sehr interessant. Zunächst gucken wir uns erstmal ein Maß an für, wie konzentriert ist ein Markt, wie oligopolistisch ist ein Markt. Da gibt es auch verschiedene Maße. Wir werden jetzt eins machen und danach uns in das Cournot-Oligopol-Modell stürzen. Für uns ist das ein Konzentrationsmaß, und zwar das N-Firmen-Marktkonzentrationsmaß. Das gibt einfach an, was ist der Marktanteil der N größten Firmen. Zum Beispiel die fünf größten, da wäre das ein Fünf-Firmen-Konzentrationsmaß. Die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, Edeka, Rewe, die Schwarzgruppe und Aldi und Metro, hatten 2019 einen Marktanteil von 79%. Das ist groß. Und wenn man dann noch überlegt, dass natürlich regional, nicht jede dieser Firmen regional auftritt, heißt das, auf regionaler Ebene ist die Konzentration noch größer. Ja. Deshalb ist es wichtig, auch so eine Marktstruktur kennenzulernen, weil ganz klar, Rewe kann die Preise nicht setzen, ohne die Reaktion von Lidl oder von Edeka abzuschätzen. Ja, das geht nicht. Ja, das müssen die machen. Gut, hier sehen wir mal die Konzentration, die durchschnittliche Konzentrationsrate der sechs größten Unternehmen, je nach Sektor. Wir sehen in der Industrie größer als zum Beispiel bei den Dienstleistungen. Und bei den Dienstleistungen hat es über die Zeit noch abgenommen. Handel hat es etwas zugenommen, haben wir eben auch gesehen, ist relativ hoch. Bei den Dienstleistungen interessant, wir gehen ja mehr in eine Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, man sollte auch mehr in eine Wettbewerbsgesellschaft gehen. Gut, das Cournot-Oligopol. Welche Annahmen treffen wir hier? Wie immer, wir treffen Annahmen, leiten aus diesen Annahmen Fakten ab. Ja. Wir haben zwei Firmen, das ist also ein Duopol mit identischen Produktionsfunktionen, also eine hat nicht weniger Kosten als die andere, sondern beide gleich. Die verkaufen ein identisches Produkt. Auch sehr stilisiert, aber nichtsdestotrotz sehr realitätsnah, was wir hier ableiten werden. Und die Firmen wählen simultan den Preis. Hier sehen Sie schon, wir können hier an allen drei Annahmen schrauben, aber dann haben wir andere Modelle. Ja? Wir können mehr als zwei Firmen nehmen. Wir können differenzierte Produkte nehmen. Wir können die Firmen nacheinander wählen lassen. Ja?
Ergebnisse sind immer ein bisschen anders. Ja? Aber nicht so, dass jetzt ich alles zeigen kann. Die haben schon Dinge, die charakteristisch sind für Oligopolindustrien. Ja? Die Interdependenz ist das, was es ausmacht. Das heißt, mein Profit hängt nicht nur von meiner Entscheidung ab, sondern auch von der Entscheidung der anderen Firma. Ja? Deshalb wollen wir hier eine Reaktionsfunktion einführen. Das heißt, können Sie sich so vorstellen, ich überlege mir, wenn Firma 2 40 herstellt und verkauft, was ist dann profitmaximierend für mich? Und das ist wenn ich das für alle Mengen machen kann, ist das die Reaktionsfunktion. Ja, beschreibt die gewinnmaximale Menge einer Firma als Funktion der ausgebrachten Menge einer anderen Firma. Ja, das können wir uns mal angucken. Hier haben wir eine Reaktionsfunktion. Die Marktnachfrage ist 120 minus Q. Hier ist Q, das Groß-Q, gleich Q1 plus Q2. Und Q1 plus Q2 sind die ausgebrachten Mengen. Und die Firmen entscheiden über die Mengen, die sie produzieren, der beiden Mitbewerber. Ja? So, dann gucken wir uns an, die Grenzkosten, die nehmen wir einfach mal an, sind 0. Das ist einfach eine Annahme, die es einfacher macht, die ist nicht nötig. Ja? Wenn wir den Gewinn maximieren jetzt für Firma 1 und Firma 2 wäre dann symmetrisch, weil sie ja gleich sind, können wir sehen, dass wir zunächst mal den Erlös bilden. Erlös für die Firma 1 ist P mal Q1. Ja? Also haben wir 120 Q1 minus Q1 Quadrat minus Q1 Q2. Und dann der Grenzerlös der ersten Firma ist natürlich dann die Ableitung des Erlöses nach der Menge. Wir kriegen also 120 minus 2Q1 minus Q2. Und jetzt sehen wir schon, aha, hier steckt die Interaktion drin, weil im Grenzerlös der Firma 1 ist die Menge der zweiten Firma. Ja, das ist mathematisch diese Abhängigkeit meines Profits von der Menge der anderen Firma. Um Profit zu maximieren, setzen wir das gleich den Grenzkosten, was ja in unserem Fall angenommen 0 ist. Und dann löse ich nach Q1 auf, also habe ich meine profitmaximale Menge. Ja. Ich löse nach Total und ich kriege dann Q1 gleich 60 minus 1/2 Q2. Und das ist meine Reaktionsfunktion, weil sie gibt mir meine profitmaximale Menge in Reaktion oder als Funktion der ausgebrachten Menge der anderen Firma. Ja? Gucken wir uns das gleich nochmal an. Hier ist das nochmal alles schön aufgeschrieben. Verständlicher, wenn Sie es jetzt alles schon gesehen haben. Und jetzt können wir uns die Reaktionsfunktion so zu Gemüte führen, einfach ein bisschen mit rumspielen. Diese Funktion zeigt die profitmaximale Menge von Firma 1 auf eine bestimmte Menge von Firma 2. Zum Beispiel, wenn Firma 2 10 ausbringt, ja, 10 mal 1/2 sind 5, dann ist es für mich gewinnmaximierend, 55 zu produzieren. Wenn die 20 ausbringen, dann ist es für mich optimal, 50 zu produzieren. Und so weiter, dann können wir den Rest auch ausfüllen. Ja? Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt das Gleichgewicht im Markt? Natürlich muss ein Gleichgewicht dann da stattfinden, wo keiner mehr was ändern will. Ja? Das ist ein gedankliches Experiment, aber wir haben ja jetzt zwei symmetrische Reaktionsfunktionen. Ich habe also zwei Variablen und zwei Gleichungen und das führt oft zum Ziel. Das heißt, ich kann einfach einsetzen. Ja? Ich setze jetzt zum Beispiel Q2 in die erste Reaktionsfunktion ein. Was kriege ich dann? Dann kriege ich Q1, ja, gleich 60 minus 1/2
Q2 und Q2 ist 60 minus 1,5 Q1. Dann kriege ich 60 minus 30 plus 1/4 Q1. Dann 60 minus 30 ist 30. Ja? Und dann bringe ich noch das 1/4 Q1 auf die andere Seite. Ja? Also ziehe ich ab. Dann habe ich quasi 3/4 Q1 gleich 30. Und dann habe ich 4 mal 30, habe ich Q1 Stern gleich 40. Und dasselbe geht natürlich dann auch für Q2. Das heißt, die Firmen bieten beide 40 an. So, die Frage ist jetzt, führt das auch zu einem gewissen Gleichgewicht? Ja? Und jetzt, wenn wir einsetzen oben, können wir sehen, ups, ja, wenn ich hier bei Q2 40 einsetze, kommt hier 40 raus. Wenn ich hier 40 einsetze, kommt 40 raus. Und das ist der einzige Punkt, wenn beide 40 produzieren, wo keine Firma einen Grund hat, was anderes zu machen. Weil 40 die beste Reaktion auf 40 ist. Und dann ist die Marktmenge ist dann 80. Ja? Und der Preis ist 120 minus 80 gleich 40. Und das ist die Preismengenkombination, die dann in diesem Markt gilt. Ja? Wir werden gleich sehen, dass in dem Oligopolmarkt mehr produziert wird als im Monopol, aber weniger als unter vollständiger Konkurrenz. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Ja? Das ist ja so ein Ding dazwischen in unserem Strahl des Wettbewerbs. Ja? Also wir haben ja die polaren, also die Grenzfälle, vollständige Konkurrenz und Monopol. Und dazwischen liegt dann der Oligopolmarkt. Ja? Nochmal der Punkt: Die Reaktionsfunktionen schneiden sich da. Na naja, gut, das ist also jetzt einfach mathematisch. Aber wichtiger ist, keine der beiden Firmen hat einen Anreiz, die Menge zu ändern. Ja, das ist ganz wichtig. Das nennen wir später in der Spieltheorie ein Nash-Gleichgewicht. Ja, keine der beiden Spiele oder der Kontrahenten kann sich verbessern, wenn er seine Strategie ändert. Weil, wenn eine 40 ausbringt, ist 40 Profit maximal. Und beide Mengen sind die besten Reaktionen auf die Menge des Mitbewerbers. Ja? Wir können das auch grafisch zeichnen. Wir zeichnen die beiden Reaktionsfunktionen und hier, das ist der Schnittpunkt. Wir sehen dann, wenn Firma 1 40 ausbringt, ja, ist die optimale Reaktion von Firma 2 40 auszubringen. Wenn Firma 2 40 ausbringt, ist die optimale Reaktion von Firma 1 das zu machen. Hätte man vielleicht noch hier, wir haben ja gesagt, das war R1 und das ist dann R2. Ja. Das üben dann auch eine Übung, da gebe ich Ihnen andere Zahlen und dann müssen Sie ausrechnen, wie viel die an Gewinn oder Verlust machen und was die optimale Menge ist für die zwei. Gut. Wenn wir das jetzt vergleichen, in einem Zahlenbeispiel können wir das machen. Wir haben wieder Grenzkosten gleich 0, um es vergleichbar zu machen. Wir haben die gleiche Marktnachfrage und wir sehen dann, dass Preis gleich Grenzkosten, also vollständige Konkurrenz, ja, vollständige Konkurrenz hat ja Preis gleich Grenzkosten, also setzen wir P gleich 120 minus Q gleich 0 und wir kriegen P gleich 0 und Q gleich 120. Ein Monopol setzt auch Grenzkosten, setzt Grenzkosten gleich Grenzerlös. Der Grenzerlös des Monopols ist 120 minus 2Q gleich 0. Also haben wir hier Q gleich 60 und P wäre dann auch 60. Und wir sehen, dass der Oligopolfall genau dazwischen ist. Ja?
mit einer Menge von 80. Das haben wir hier auch nochmal ohne die Rechnung. Also im Monopol ist natürlich der Gewinn maximal. Dann haben wir im Oligopol, die machen einen ökonomischen Gewinn, weil sie halt ja mehr als die Grenzkosten verlangen dafür. Und vollkommene Konkurrenz haben wir mit ökonomischer Gewinn, nein, und die höchste Menge. Also es ist irgendwo dazwischen. Das ist ja auch schon mal beruhigend. Was passiert, wenn ich die Zahl der Oligopolisten erhöhe? Das kann man mathematisch zeigen, kann man aber auch intuitiv machen. Tendenziell ist es so, dass die Vergrößerung der Menge stattfindet in Richtung vollständiger Konkurrenz. Der Preis geht runter. Warum ist das alles? Ja, also wir bewegen uns, wenn ich mehr Firmen habe im Oligopol, mehr und mehr und mehr, immer Richtung vollständige Konkurrenz. Warum ist das? Weil je mehr Firmen ich habe, umso weniger beeinflusst natürlich mein Profit den Profit anderer. Und irgendwo sind die wieder unabhängig und ich habe viele, viele kleine Firmen mit einem identischen Produkt. Und dann sind wir wieder bei der vollständigen Konkurrenz angelangt. Ja? Gut. Was wir jetzt sehen aber ist, wir haben ja einen Gewinn gehabt, den höchsten Gewinn haben wir gehabt im Monopol, wenn, also im Monopol hatten wir Q gleich 60. Das war der höchste Gewinn. Unsere zwei Firmen haben sich nicht abgesprochen und haben einen Gewinn von, eine Ausbringungsmenge von 80 gehabt. Sie sehen, dass in unserem einfachen Modell die Firmen einen Anreiz haben zu sprechen. Und wenn sie sprechen, dann sagen die sich, wir bringen jeder nur 30 aus und sahen den Monopolgewinn ab und teilen dann. Ja? Und das ist, finde ich, ein super interessantes Feature von so einem ganz simplen Oligopolmodell, dass wir erwarten müssen, wenn wir erwarten, dass Firmen Profit maximieren, müssen wir eigentlich erwarten, dass sie auf Deutsch gesagt bescheißen, weil sie können so ihren Profit erhöhen. Ja? Und das ist auch so. Ja? Da gibt es die erlaubten Kartelle, zum Beispiel die OPEC. Die OPEC ist ein Kartell, aber da gibt es natürlich keine Regeln dagegen. Oder es gibt Kollusion, das sind dann die Kartelle, die auf Tagungen und sowas gegründet werden, wo dann Preisabsprachen oder Mengenabsprachen getroffen werden. Ja? Also ganz klar, unser Modell sagt Anreiz zur Kartellbildung. Ne? Zum Beispiel die OPEC. Die kontrolliert drei Viertel aller Ölvorräte und die versucht dann, die Menge zu reduzieren, damit der Preis steigt. Ja? Wir sehen auch schon, also hier, aber einzelne Mitglieder sind versucht, die Fördermenge einseitig zu erhöhen. Warum? Um Gewinn zu steigern. Wenn also alle sich dran halten und ich ausschere, ja, ich als kleines Mitglied, alle halten sich dran, der Preis ist hoch, ich produziere ein bisschen mehr, habe ich natürlich einen höheren Gewinn. Ja. Und das ist auch ein Feature von Kartellen. Ja. Wir haben diese, also in oligopolistischen Märkten wollen die Leute Kartelle bilden, um den Preis hochzutreiben. Aber Kartelle sind manchmal auch sehr instabil. Manchmal natürlich instabil, wie zum Beispiel, wenn sie eine große Anzahl von Beteiligten haben. Wir wissen das ja, wenn Sie sich aufs Fernsehprogramm einigen wollen mit 5 oder 6 Freunden, wird es schwierig. Ja? Wenn die Produktionskosten unterschiedlich sind, ja? Wenn zum Beispiel ein Beteiligter im Kartell sehr niedrige hat, der macht halt Riesengewinne und die anderen machen halt nicht so große Gewinne, weil sie größere Produktionskosten sind. Und wenn man dann betrügt, dann untereinander will man dann auch betrügen. Ja? Ist wahrscheinlicher. In Rezessionen, wenn jeder ein bisschen Druck spürt, wird das auch unwahrscheinlicher. Ja? Wenn ich gar nicht kontrollieren kann, ob die Leute mitmachen, dann ist es natürlich auch schwierig, ein Kartell aufrechtzuerhalten. Ne? Oder die Effektivität des Kartells ist dann geschwächt. Und dann gibt es noch staatliche Gründe, warum Kartelle manchmal nicht funktionieren. Und das ist eine Kronzollenregelung. Die haben wir in Deutschland. Und wir werden gleich sehen, dass viele Kartelle schon aufgeflogen sind, weil
einer der Partner unzufrieden ist und die sagen sich dann, wenn ich zum Staat gehe und das Kartell anzeige, kriege ich keine Strafe. Ja, eine schöne Sache. Die glauben gar nicht, wo es überall Preisabsprachen gibt. Das ist hier ein Paper, da gibt es auch viele Papers, im Markt für Schulmilch. Ja, man will ja immer den höchsten Gewinn machen, deshalb sprechen wir uns ab und dann können wir den Staat auch noch bei der Schulmilch über den Tisch ziehen quasi oder die Leute. Nicht schlecht, oder? Hier haben Sie mal eine Liste von Wikipedia. Hier Google hat noch nichts gezahlt, aber zum Beispiel gab es das LKW-Kartell. Sehen Sie die Strafen hier. Daimler 1 Milliarde, Scania 880 Millionen. Und wer hat nichts bezahlt? MAN. Weil es der Kronzeuge war. Also hier, überall Kronzeugenregelungen. Ja? Und hohe Strafen. Können Sie mal gucken, können Sie die ganze Liste auch noch in Wikipedia angucken. Und das sind große Firmen, kleine Firmen. Und das ist bestimmt nur die Spitze des Eisberges. Ja, weil es halt auch schwierig nachzuweisen ist. Hier ist interessant, in dem Paper hat das einer, der hat quasi, oder die haben das theoretisch, müsste so aussehen. Praktisch sieht es die Person so aus, also sehr, sehr wahrscheinlich, dass da betrogen wird. Gut. Was machen wir? Es gibt Wettbewerbspolitik. Wir wissen, dass Kartelle schlecht sind. Warum? Sie reduzieren den Preis, die sind ineffizienter, kein Preis gleich Grenzkosten. Also wollen wir das nicht. Ja, es ist also illegal. Wettbewerbsbehörden versuchen, Kartelle aufzudecken und zu bekämpfen. Hier ist ein schönes Video, das können Sie sich mal angucken. Ich glaube, von Singapur ist das, von der Wettbewerbsbehörde in Singapur. Machen wir jetzt nicht, machen wir vielleicht ein andermal, wenn Sie es gucken. Und das war es auch schon. Also, ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben bei vollständiger Konkurrenz und so viel Vorarbeit geleistet, dass wir jetzt so ein Modell relativ schnell abhaken können. Ja? Wenn Sie da mehr Interesse haben, müssen Sie natürlich mehr VWL studieren und dann können Sie einen Kurs in Industrieökonomik machen und dann machen Sie alle möglichen, also zeitliche Verzögerungen, wenn einer als erstes darf. Wenn einer ein Zulieferer ist und der andere nicht. Also gibt das super viele Kombinationen, wie Märkte aussehen können. Ja, und die spielen sie dann durch, hauptsächlich mit Spieltheorie, was das Thema unseres nächsten Videos sein wird.